Ja, grüß meine Damen und Herren, wir sind wieder am Start. Die nächste Folge Bernd vs. Cheater geht jetzt auf die Platte, von der Platte, in eure Netzhaut quasi. Haha, wir machen direkt weiter. Nächste Runde, schauen wir mal an, wen ist heute? Und vor allem auf welcher Map? Oh, siehe da, wir haben DE Mirage. Endlich mal eine andere Map als Dust 2. Wir befinden uns in der Aufwärmphase, was natürlich relativ komisch ist. Warum sollte man jemanden schon in der Aufwärmphase reporten? Gut, klar, gibt es den einen oder anderen, der jetzt sagte, Benny, das machst du selber ständig. Stimmt. Also halte ich jetzt die Klappe. So, Aufwärmphase läuft. Der Sergeant Cheater bewegt sich nicht. Macht nichts. Wird jetzt in den Kopf geschossen. Gut. Gucken wir uns das jetzt mal mit an. Wunderbar. Tolle Nummer. Super. Finde das jetzt ein bisschen Käse, dass wir jetzt hier 35 Sekunden warten müssen. Aber bitte sei es drum, bitte. Wir wurden ja gebeten, diesen Fall uns anzugucken. Dann machen wir das eben auch. Wunderbar. 25 Sekunden noch. Leute, ihr könnt mir jetzt in diesen Wartesekunden in den Chat, in die Kommentare schreiben, was ihr heute Feines gemacht habt. Ich möchte wissen, was ihr gemacht habt. Schule oder Arbeit oder Studium, was ihr gegessen habt und was sonst so abging. So, das schreibt ihr mir jetzt rein und jetzt scheint es loszugehen mit. Aha, guck mal. Da hat er nämlich gerade drei Schüsse abgegeben und hatte quasi null Recoil. Nur schon mal so, um im Hinterkopf zu behalten. Jetzt geht es nämlich los. Erste Runde. Die Terroristen geben Zunder und rushen direkt B. Das ist eine Runde, wie wir sie auch immer gerne spielen, wenn wir CSGO spielen. Schön einfach ein B rushen, entspannt, wenn man in Ordnung steht und mal gucken, was man so umpustet. So, da sind sie auf dem B-Spot angelangt. Ein CT ist auf dem Spot. Kriegt direkt erstmal einen Headshot vor die Füße. Ein Headshot in die Birne. So, jetzt kommt unser Boy hier und bam, hat direkt einen übelsten Headshot verteilt. Holt den zweiten Bengel weg. Ja, also es sieht mir erstmal nicht nach einem Warlock aus. Den headshottet er auch ins Jenseits. Eieiei. Und den letzten. Er geht Richtung Kurz. Der steht allerdings am Spawn. Scheint auch AFK zu sein. Mal gucken, ob er ihn spottet. Oh, den hat er aber schnell gespottet, den Bengel. Ich weiß nicht, ob man da die Schritte jetzt gehört hat. Mein Spiel ist leider nicht so laut. Vielleicht könnt ihr mir an dieser Stelle mal reinschreiben, ob er sie da gehört. Ob er sie dort gehört haben könnte. Gehört haben könnte, ja. Er hat jetzt 4-0, hat fast ein Ace gemacht. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Guckt so ein paar Standardspots ab. Bemühen sich nicht darum, leise auf A zu gehen. Ballert jetzt den Typen weg. Ne, war nur ein Assist. Jetzt sieht er, da CT spawn ist einer. Hackt ihn durch die Flash weg. Alles klar. Bombe ist auf dem Spot. Wird jetzt gelegt. Ja, ich weiß noch nicht, was ich dazu denken soll. Er schießt irgendwie ganz, ganz merkwürdig, der Typ. Und das ist auch so richtig ekelhaftes Pre-Fire. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Bisher würde ich erstmal sagen, so nicht unbedingt an. Aber vielleicht ist es ein übelster Smurfer, der mit Silvers spielt oder so. Okay, den hat er jetzt gehört und nascht ihn halt direkt weg, ne? Den haut er auch weg. Den haut er auch weg. Also es ist halt, es sieht für mich noch nicht so wirklich aus, als wäre es ein Wallhack oder irgendwas in der Region. Man erkennt halt die Spots, geht rum, guckt und schießt. Also es ist jetzt kein extremstes Pre-Fire von wegen, er kommt ballern um die Ecke und zwirbelt drei Headshots durch die Gegend. Guckt sich auch alle Spots an, das sieht eigentlich okay aus. Mal gucken, wenn er den Typen sich jetzt holt, dann würde ich natürlich ein bisschen brüllen, aber gut, macht er nicht. Alles gut. Macht er nicht. Was hat er denn jetzt? Er hat eine Kopfschussquote von 37%, das ist nix. Das ist wirklich gar nichts und hat jetzt 8-1-1. Vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Typ halt einfach ein Smurfer ist. Aber wir haben auch erst zwei Runden gesehen. Warten wir mal ab. Und jetzt läuft er hier sogar mit dem Messer durch die Gegend und switcht dann wieder auf die AK und holt den letzten tatsächlich. Ah ne, holt ihn nicht, sondern war nur ein Assist. Na gut. So, weiter geht's. Nächste Runde. Ihr, also Freydis würde jetzt wieder sagen, er chattet nur. Ich würde sagen, er stellt seinen Cheat ein. Aber das ist natürlich auch eine Frage von Einstellungen. Geht man davon aus, dass der Typ direkt schuldig ist? Oder sagt man, jeder hat eine Chance verdient? Jetzt bewegt er sich allerdings gar nicht. Mal gucken. Vielleicht hat er jetzt wirklich runtergeschaltet. Schauen wir mal, was passiert.
So, er geht jetzt auf B. Da steht auch einer. Mal gucken, ob er den wegnascht. So, jetzt wird's interessant, wenn der da jetzt hochhüpft. Guck mal, er zielt da schon leicht runter. Ja, wirft da jetzt die perfekte HE, wirklich. Wirft jetzt auch eine perfekte Smoke. Ah, es ist schon frech. Ah. Ist eigentlich schon freches Gameplay, aber gut. Was soll man machen? Ah, es ist schwierig. Also, oh, ich weiß es nicht. Das kann halt echt auch einfach richtig gutes Gameplay sein, von wegen, er hat ordentlich Steps. Hört Steps, kennt die Spots, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ihn als Cheater zu betiteln. Puh. Weil ich meine, er zieht jetzt nicht so krass durch Wände und so. Er spielt halt auch so Larifari, als würde er YOLO swaggen. So, jetzt checkt er beispielsweise den hinter ihm nicht. Na, jetzt hat er ihn. Und holt ihn mit einem richtig ekelhaften Spray weg. So richtig amateurhafter Spray. So ein richtiger Bernspray, so wie ich es immer ansetze. Ja, ich weiß es nicht. Er trifft schon ganz okay, der Bengel. So, das ist wohl die fünfte Runde. So, ein CT lebt noch. Dürfte jetzt auch down gehen. So. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Völliger Crap oder ist es in Ordnung? Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt's mir in die Kommentare. Hat dieser Bengel an oder nicht? Da wird er auf jeden Fall weggeholt. War natürlich ein bisschen Käse, mir die Runde zu zeigen, weil ist ja nicht wirklich viel passiert. Aber das Overwatch-System an sich ist halt nicht so intelligent, dass es sagen kann, da ist jetzt die Runde muss man nicht zeigen, sondern die zeigt ja einfach nur Runden hintereinander weg. Der wird reported ab einem bestimmten Zeitpunkt und ab da wird dann gesagt, okay, diese Runden werden jetzt alle gezeigt. Ich glaube, man kriegt immer 8 Runden vor die Nase gesetzt. Und dann ist Schloss. So, mal gucken, jetzt guckt er da hin. Ah, jetzt hat er auch gesehen, dass da eine Granate kommt. Das heißt, er weiß, irgendwo da in der Gegend könnte jemand sein. Aber mal abwarten. Aber mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt geht er auf A. Die sind zu dritt auf A. Beziehungsweise einer ist oben im Jungle, im Döner drin. Da sind jetzt zwei. Den einen hätte er auch springen hören müssen. Mal gucken, was jetzt passiert. Er guckt mit der AWP ein bisschen durch die Gegend. Kein Plan, was das soll. Jetzt smoked er da ab. Hat damit die AWP vertrieben und geht jetzt hier über Jungle ran. Den ersten holt er weg, so. Den zweiten nicht mehr. Okay, was haben wir denn jetzt auf seiner Seite für für Stats? 11-3-3. Ja, haut mich jetzt nicht wirklich von den Sorgen. 45% Headshot-Quote, jetzt spielt er ja eh AWP. Obwohl, jetzt hat er wieder eine AK, glaube ich, ne? Ja. Also für mich könnte das einfach ein Smurfer sein, so der mit richtig schlechten Leuten zusammenspielt und deshalb halt schwache Gegner bekommt. Jetzt holt er die Bombe, mal gucken, ob er den Gegner da wegholt. Ui, da hat er ihm aber ordentlich hinter der durch die Wand hinterher gezogen, der Schlawiner, ey. Und den holt er jetzt tatsächlich nicht mit der HE weg. Hätte gedacht, den kriegt er. Den kriegt er. Auch sehr komisch, dass er dann geguckt hat, aber okay. Ich weiß es nicht, ey. Bei dem möchte ich mich irgendwie nicht so schnell festlegen. Das könnte nämlich halt auch einfach Skill sein. Bin mir wirklich unsicher. Wirklich unsicher. Pusht er seinen Mate oben rein? Ne, pusht er nicht. Jetzt geht er über den Connector hoch und guckt direkt rüber zu Jungle. Jetzt sieht er die Smoke, rusht hinterher, holt den Typen weg. Okay. CT Spawn ist noch einer, den da. Boah, ja. Ui. Eieiei, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Boah. Bei dem bin ich mir jetzt so unsicher. Ah, ich glaube. Ah, ich weiß es nicht. Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Was meint ihr? Welche Szenen waren für euch ausschlaggebend? Ich kann nicht 100% sagen, dass er irgendwas anhatte. Deshalb muss ich ihn leider ziehen lassen, den Bengel.
Keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung ist. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich antworte gerne darauf. Dann diskutieren wir wieder drüber, ob der Bengel anhat oder nicht. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Servus, die Wadeln. Tschö, tschö. Whee!